Ja, wir haben eine Neuheit hier bei Pearl TV und ich freue mich immer extrem dolle, wenn wir Ihnen Neuheiten vorstellen können. Und es geht hier um einen DVD-Player und ich bin mir sicher, Sie haben auch noch ganz viele DVDs zu Hause. Vielleicht nicht im Wohnzimmer, aber vielleicht im Keller oder auf dem Dachboden, weil Sie bis jetzt keinen vernünftigen DVD-Player haben. Wir haben ein Markenprodukt und der ist wirklich richtig klasse. Ich finde schon optisch macht er was her, aber natürlich auch mal, um wieder Kinoabende zu veranstalten, hervorragend. Ja, es ist ein Hauch von Nostalgie. Wir erinnern uns, das ist noch gar nicht so lange her, da hat man legendäre DVD-Abende gemacht. Aber ja, was früher modern war, kommt wieder. Und zwar aus verschiedenen Gründen, auch aus modernen Gründen. Heutzutage gibt es natürlich alle möglichen Serien, auch die Lieblingsserien als Streamingdienste oder bei irgendwelchen Pay-TV-Sendern. Also kann man einfach anschauen. Und da gibt es wirklich tolle. Habt ihr so eine Lieblingsserie, der keine Folge verpasst hat? Hannah Montana war das früher bei Hannah mir. Montana? Ja. Ich weiß, bei vielen Frauen Sex and the City war ja auch so riesengroß. Natürlich. Und die kann man natürlich auch die kompletten Staffeln kaufen. Und zwar kann man die online, dann hat man sie einfach irgendwo virtuell und kann sie abspielen. Ich finde das persönlich langweilig, weil wenn ich sowas kaufe, dann möchte ich diese Boxen. Ja? Mhm. Dann möchte ich was Greifbares. Und das sind eben DVD-Boxen. Ich bin mir sicher, viele von Ihnen erkennen sich. Ich höre gerade von der Redaktion, oh, ich habe auch noch so Staffelboxen. Ja, und die gibt es eigentlich von jeder Serie. Und dann kann man die eben auch wieder abspielen. Und jetzt habe ich mal wirklich heute geschaut auf Online-Plattformen. Es gibt ja so diese, ich möchte es keinen Namen nennen, aber verschiedene Online-Flohmärkte. Mhm, ja. Und da habe ich einfach mal DVD-Player eingegeben. Mhm. Und dann werden da welche wirklich für 30 bis 40 Euro, so ist der Durchschnittspreis, den ich heute gesehen habe, angeboten. Jetzt muss man aber wissen, die sind 25 oder 30 Jahre alt, diese Abspielgeräte. Hier haben wir ein Neugerät. Und wenn Sie auch ein bisschen in der Nostalgie leben, entweder noch DVDs haben oder jetzt auch mal, ich sag mal, darüber nachdenken, sich so eine Staffel mal zu kaufen, und zwar etwas, was man greifen kann. Ich habe das so oft gesehen, man kann diese Serien ja wirklich virtuell kaufen, man bekommt die für ein paar Euro und dann hat man sie irgendwo in der Datei, klickt drauf und dann läuft das Ganze. Ich finde das irgendwie, natürlich ist es modern, aber ich finde es langweilig. Wie geht's euch? Ja, geht mir genauso. Also ich fand das früher immer toll, dass sie immer hinten auf der Rückseite immer so schöne Farben hatten. Da gibt es meistens immer so ein Bild. Und mir geht es genauso, allein auch mit Büchern. Ich habe das auch immer gerne in der Hand. Und bei DVD ist genau das Gleiche. Natürlich hat digital immer einen Vorteil. E-Books sind auch super. Ja, ich kann da so viel runterladen. Aber du hast recht, es ist was anderes, wenn ich ein Buch aufklappe. Ja. Und so ist es genauso mit den DVDs. Auch wer Musikliebhaber ist. Es gibt so tolle, auch heute noch, Konzertmitschnitte, ganze Live-Programme auf DVD. Die hole ich mir und dann hole ich mir das Vergnügen. Hier sind wir übrigens noch weiter. Wir haben nicht nur einen DVD-Player. Und Sie sehen, wir spielen da auch gerade so einen eigengemachten Western ab. Das gibt es gar nicht zu kaufen, was wir da sehen. Aber es ist auch was ganz Besonderes, nur auf DVD, nur bei uns. Aber wir sehen auch, wenn wir das Gerät mal genauer anschauen, sehen wir hier vorne auch noch einen USB-Steckplatz. Das heißt, hier ist auch ein Media-Player drin. Da kann ich JPEGs oder AVIs oder ähnliche Dateien abspielen. Ich kann auch Foto-Dia-Show machen. Das geht auch. Und noch eine Besonderheit haben wir, wenn wir schon bei der Nostalgie sind. Wir schauen uns die Rückseite an. Denn hier haben wir neben dem HDMI-Anschluss, also der heutzutage an den modernen Fernseher geht, sogar noch an SCART gedacht. Und das bei einem Neugerät. SCART war damals zur Zeit der Röhrenfernseher. Die Älteren werden sich erinnern. Eigentlich das Nonplusultra der Datenübertragung. Damals hat man gesagt, es kann nichts Besseres mehr kommen. Das war das analoge Zeitalter. Mittlerweile sind wir beim digitalen Zeitalter. Und wenn Sie dann jetzt einen Kinoabend machen wollen, dann sehen Sie hier auch noch Stereo-Cinch-Ausgänge. Das heißt, wir können den Ton auch noch über eine Stereoanlage oder über Soundbar oder ähnliches wirklich kinomäßig erweitern, also ein richtiges Soundpaket machen. Also rundum ein tolles Paket, ein nagelneues, fabrikneues Gerät. Ja, und das zu diesem Preis, und ich habe es vorhin gesagt, online, was ich heute gesehen habe, und da hat man keine Gewährleistung drauf, das sind ja hauptsächlich Privatverkäufe, zwischen 30 und 40 Euro, nach oben gibt es mit Sicherheit noch mehr. Und deshalb muss ich sagen, unser Angebot für ein nagelneues, fabrikneues Gerät ist einzigartig. Und lassen Sie ruhig mal ein bisschen die Nostalgie zu sich zurückkommen. Sie werden sich freuen. Vielleicht haben Sie auch noch irgendwo eine Schublade voll mit DVDs, die mal wieder anzuschauen. Macht mit Sicherheit auch Spaß. Übrigens, die Bildqualität, die Übertragungsrate ist bis zu Full HD.
Also natürlich Fernbedienung ist mit dabei, ganz, ganz klar. Also es ist einfach ein modernes Abspielgerät für, ich sage jetzt mal, etwas in die Jahre gekommenen Abspielmedien. Aber meiner Meinung nach, das ist ja gerade auch wieder bei Schallplatten der Riesenboom, die kommen auch wieder voll zurück. Ja, und dementsprechend muss man viel Geld für Abspielgeräte bezahlen. Und ich bin auch der Meinung, dass die DVDs nicht so schnell sterben werden, weil es einfach dieses in der Hand haben. Ja. Dieses Gefühl, wie bei Büchern, was du vorhin beschrieben hast, ist hier wieder bei DVDs der Fall. Und dann lege ich meinen Lieblingsfilm ein. Schauen Sie da auch unbedingt mal auf Flohmärkten. Oftmals verkennen Leute Werte von Schallplatten oder von DVDs. Da findest du so eine Grußenkiste, da kriegst du mal so einen Film für 1 Euro. Nehmen Sie mal ein paar mit. Aber holen Sie sich natürlich dieses nagelneue, fabrikneue Abspielgerät. Zum Spitzen-TV-Sonderpreis und hier liegen wir bei 33,24 € für unsere Neuheit. Das ist wirklich fantastisch. Also seien Sie unbedingt schnell und bestellen sich jetzt Ihren eigenen DVD-Player und dann können Sie wieder richtig schöne Kinoabende machen, vielleicht noch ein bisschen Popcorn dazu machen und dann macht das richtig Spaß. Die Bestellnummer, die ZX4190 und die 569 natürlich. Also ich finde den richtig toll. Ich finde auch, der sieht wirklich gut aus, nimmt kaum Platz weg, aber es ist natürlich wieder voll im Trend. Ja, voll im Trend und ich musste vorhin ein bisschen schmunzeln, als du Hannah Montana gesagt hast. Jetzt meine Tochter ist ein klein wenig jünger als du, aber ich weiß, ich glaube, sonntags morgens lief das immer, Hannah Montana, und dann kam der Kinofilm raus und ich musste mit meiner Tochter ins Kino, in Hannah Montana. Ich habe gedacht, nee, das darf jetzt nicht wahr sein, aber ich muss sagen, der Film war sehr familienfreundlich, es war leicht anzuschauen, mit schöner Musik drin. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob es diese Staffel, aber das kann gut sein, dass es Hannah Montana, die ja mittlerweile eine unglaublich erfolgreiche Künstlerin ist, Miley Cyrus, dass diese Hannah Montana Staffel, die war ja, glaube ich, von Walt Disney, dass es die vielleicht auch als DVD-Box gibt. Und dann kann man vielleicht auch mal auf die Seite legen und dann, wenn du eine Tochter hast, die ins Alter 10, 11, 12, 13 kommt, dann kann man sagen, guck mal, das hat Mama damals angeschaut. Ja. Ich könnte mir vorstellen, dass das auch in 10, 20 Jahren immer noch eine tolle Serie ist. Auf jeden Fall. Bestimmt haben sie eben auch noch richtig tolle Serien oder auch natürlich Kinofilme. Und die möchte man doch gerne mal wieder rausholen und einfach erleben. Finde ich wirklich super, dass man hier auch noch den USB anschließen kann. Also einfach einen USB-Stick natürlich auch. Und eben auch noch hier mit der Audioanlage verbinden kann. Also hier ist wirklich alles drin und dran, was man braucht. Natürlich auch noch der SCART-Anschluss. Hervorragend für 33,24 € bestellen Sie direkt mit der ZX4190 und der 569. Und vielleicht haben Sie auch kein vernünftiges HDMI-Kabel mehr. Dann haben wir jetzt auch noch eins für Sie. Ja, für wenig Geld. Übrigens auch für die Übertragung. Das ist immer ganz wichtig. Dieses Kabel ist in der Lage, Full-HD-Bilder und besten Sound zu übertragen. Das ist immer ganz, ganz wichtig, weil dir nützt das beste Abspielgerät nichts, wenn das Kabel die Informationen nicht adäquat transportieren kann. 2 Meter reicht eigentlich immer vom DVD-Player bis zum Fernseher, wenn man denn mit HDMI arbeiten will. Aber dann bestellen Sie es einfach mit im Fachgeschäft. Kostet sowas ein Vielfaches mehr. Ja, deshalb seien Sie hier clever und bestellen das am besten direkt mit zum TV-Sonderpreis von gerade mal 5,69 € mit der PX8994 und der 569 ist 2 Meter lang. Ich denke mal, das ist wirklich die perfekte Länge, um es einfach hier zu verbinden. Also da am besten nicht sparen, sondern einfach hier direkt mitbestellen. Aber kommen wir natürlich nochmal zu unserer Neuheit, dem DVD-Player. Diana, hast du auch noch DVDs bei dir zu Hause? Ich glaube ja, nicht bei mir, aber bei meinen Eltern auf jeden Fall. Ich war auch so ein großer Fan und das ist, würde wirklich interessant, mein, dass alles nochmal schauen. Bei älteren Laptops, die mittlerweile meistens ausgeschöpft sind, hast du immer noch ein DVD-Laufwerk drin. Da konntest du im Notfall die DVDs noch auf dem Rechner anschauen. Die modernen Laptops haben das auch aus Größengründen überhaupt nicht mehr drin. Nee. Ja, also hier hast du das eben wieder, um die DVDs anzuschauen. Jetzt fällt mir gerade ein, ich habe noch eine ganze DVD-Sammlung von einer Serie, die uralt ist, die mich damals aber so fasziniert hat. V, die Außerirdischen hieß die. Die Älteren werden sie vielleicht gesehen haben. Ich glaube, da schaue ich jetzt auch mal wieder rein mit einem Nagel. Neuen DVD-Player und den können Sie sich auch jetzt nach Hause bestellen. Ja, zu einem unfassbar guten Preis. 33,24 € ist hier unser TV-Sonderpreis. Also ich kann mich da nur wiederholen. Bestellen Sie am besten jetzt direkt und dann haben Sie auch schon bald wieder Ihren eigenen DVD-Player und können Ihre ganzen Schätze mal wieder rausholen. Also wir drei wünschen Ihnen natürlich dann ganz viel Spaß beim Filmeabend.